Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu NS17 auf der PlayStation 4. Was ich gerade entdecke, heute ist ja Halloween, ne? Also ich nehme gerade pünktlich auf und wie geil ist das denn? Okay. Also das finde ich jetzt wirklich mal geil, wenn die so einen Mini-Patch hier reingebracht haben, pünktlich zum Halloween und... Oder ist das normal? Nee. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Sind die schon immer so rumgerannt? Augen? Haben die noch Augen? Ja. Also wenn das wirklich so ist, dann Hut ab. Finde ich klasse. Also ist, ich gucke ihm gerade so, hä? Moment mal, was ist denn da los? Ja, schon interessant. Gucken wir mal auf der Map, ob sich da noch irgendwas geändert hat. Ich habe keine Ahnung, wer weiß, ne, ob da Halloween-mäßig noch irgendwie vielleicht einen Auftrag gibt oder so. Gucken wir doch einfach mal bei Feld 17. Ich komme mir mit diesem Stick noch nicht so ganz klar, deswegen schalte ich hier gerade in eins durch. Warte mal, zack. Und besuchen. So. Aber ich denke mal, da wird nichts anders sein. Ja. Ja, der Tom braucht schon wieder die Hilfe. Hilfefenster ein. Und dann kommt nochmal, es gibt hier ständig Fragen, hey Tom, wie ist denn das mit den Einstellungen und so, kann man da noch irgendwie was anderes machen? Wegen der Rundumleuchte zum Beispiel. Und ich habe nochmal durchgeguckt und es ist in der Tat so, dass du hier eigentlich gar nichts einstellen kannst. Und auch nicht beim Start geht das halt auch nicht, wenn du da was machen willst, ne? Da, also wir können mal zurückspringen gerne. Gucken wir mal kurz, ob hier eine Option irgendwie was drin ist. Nö, da kann ich ja auch nichts weiter einstellen. Also habe ich wirklich nur die Einstellungen, die ich dann hier habe. Und da gibt es keine Möglichkeit mit Grafik hoch, runter oder so, ne? Das geht also wirklich nicht. So, L3 war das. Ne, ganz normal. Okay. Ja, dann gucken wir mal durch. Wir hatten ja... Der hier ist noch unterwegs. Hat auch noch genug Saatgut drin. Das müsste eigentlich noch reichen. Und hier waren wir ja gerade am Bäume umwerfen. Was ist denn da jetzt? Oh, das ist Stau wegen dem... Oh, wegen dem Baum. Gut, dann müssen wir den mal wegnehmen. So. Ich nehme mal die Spitze hier weg, weil man ducken war noch jetzt so. Nee. Okay, ich räume den gleich weg. Ich will immer so ein bisschen länger halten, weil der soll ja dann eher auf den Zug drauf. Und mit den Tasten komme ich noch nicht so ganz klar mit der Kombination. Musste Dreieck und Kreis drücken. So, pass auf, nehme ich erstmal die Spitze hier weg, damit die Farbe wieder frei ist. Dass da nicht nur Ärger gibt. Das springt immer noch so scheiße an, ne? So, Gerät durchschalten, wenn er erstmal sucht, ist Dreieck, habe ich ja mittlerweile dann erfahren. Das war das. Genau, so kann ich es anheben. Mal die Rundumleuchte anmachen. So sieht die bei mir aus. Ich denke mal, bei euch wird es nicht anders sein. Entschuldigung. So.
Jetzt mal umschalten. Okay. Theoretisch könnt ihr jetzt gerne weiterfahren. Er traut sich noch nicht. Finde ich aber auch gut, sonst drängen die immer schon so, ne? Und jetzt fährt er. Fährt er vielleicht gleich weiter oder hat er jetzt immer noch ein Problem, weil dann. Ich weiß nicht. Gucken wir gleich nochmal. Was wir jetzt aber hier brauchen, ist der Zug. Und ihr habt jetzt die Frage nicht ganz beantwortet. Oder ist keiner drauf eingegangen. Ich hatte ja gefragt, hey, wie wollen wir das denn machen? Wollen wir dann hinten mit dem Kran nochmal umladen? Oder ist das doof? Und ja, wir machen es einfach so. Wir nehmen jetzt uns den Zug hier und dann laden wir halt nochmal um und gucken uns das Ganze mal an, wie das ist. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das funktioniert dann auch vernünftig. Gehe ich einfach mal von aus jetzt, ne? So, und ich müsste jetzt den anderen Führerstand. Sorry, aber das kriegen wir auch so hin. So, voll auf die Bremse. Natürlich hier die Straße, aber da will jetzt eh keiner lang. Die fahren immer nicht weiter. Okay. Na, ja, ich habe es hier gerade ein bisschen. Ah, passt doch. Anscheinend muss ich ja noch ein Stück wegschieben. An der Straße. So. Und wenn er jetzt nicht fährt, weiß ich auch nicht. Noch rührt sich nichts. Okay. Ich spreche gerade ein bisschen weniger, meine Stimme geht gerade flöten. Mist. Schmerz hier raus. Ah, müssen wir nochmal umgreifen. Der ist da zu dünn. Zombie-Alarm bei LS. Wer hätte das noch gedacht? Also vielleicht ist es ja auch nicht, dass ich jetzt was Falsches sage und die rennt schon die ganze Zeit so rum. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ist schon komisch. Wir können ja nochmal kurz gucken. Wenn ihr da auch noch irgendwas in der Richtung entdeckt habt, ne, kann ja sein, vielleicht dass sie sich da noch irgendwie einen Scherz gemacht haben, dann gerne mal drunter schreiben. Würde ich mir gerne mal anschauen. Die fahren immer noch nicht.
Gut, ich werde jetzt den Baum hier noch zu Ende mitnehmen und dann. Schon gruselig. Warum fährt er nicht? Gut, das ist ein bisschen groß, ne? Ja, dann schneiden wir den noch einmal durch in der Mitte und dann müsste es aber auch funktionieren. Was natürlich alles Zombies sind, da würde mich nicht wundern, wenn der Verkehr zum Erliegen gekommen ist. Kannst du so einen Fahrer nochmal anschauen? Oh, der sieht ja auch nicht ganz normal aus, ne? Wer weiß, was hier um Mitternacht passiert. Gruselig. Das sind die gute Nachtgeschichten mit Tom. So. Da würde ich jetzt ganz gerne noch den müssten. Nein. Nein. Den möchte ich jetzt ganz gerne mal vernünftig abgeben. Machen wir nochmal den Ast da weg. So. Okay, schon besser. Das Schöne ist ja, dass wir die Stumpen jetzt so weit abgesägt haben, dass man da echt gut drüber fahren kann. Das geht also mit dieser tollen Säge am Heck wirklich klasse. Und ich werde auch gleich nochmal das Licht anmachen, glaube ich. Schön ist natürlich hier mit der Rampe, aber das passt jetzt gerade nicht ganz. Und jetzt rutscht er mir schon wieder weg. Mist. Und trotzdem noch. Passt. Bisschen balancieren, dann geht das. Warte mal. Was habe ich gesagt? Licht wollte ich. Wann ist? Ja, jetzt hab ich's. So, und dann auch gleich mal, um drauf einzugehen, was ist denn der gravierende Unterschied jetzt? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen den beiden Versionen PC und PS4? Das zum einen ist es natürlich auch dann mit den Mods halt, ne? Dass du hier nicht alle Mods bekommst, sondern nur ausgewählte, die also getestet sind, glaube ich. Ich meine, bin ich ganz sicher, aber ich glaube, die sind so weit getestet, dass du die bedenkenlos runterladen kannst dann, ne? Die Mods, die es hierfür gibt, also die man direkt aus dem Menü lädt. Da wird aber nichts, wird es keine Skripte geben. Also zum Beispiel wie, es gibt jetzt eine Mod mit Fruchtzerstörung, das ist ein Skript. Sowas gibt es dann für die PS4 oder Xbox halt nicht. Ne? Sondern da gibt es dann wirklich nur Mods ohne Skripte. So, da ist dann halt PC dann doch im Vorteil und man kann auch nicht, die Frage kam auch auf, man kann nicht übergreifend spielen, also sprich Konsole und PC-Spieler werden nicht zusammenfinden. Leider. So. Okay. Aber wenn du noch eine nette Community suchst und hast eine PlayStation, dann such mal unter Community nach SimoTube. Kann ich dich gerne nochmal aufnehmen.
Auch wenn ich da weniger unterwegs bin, aber da sind halt Leute, die so spielen wie ich, denke ich mal, oder so vernünftig unterwegs sind. Und ja, da kannst du auf jeden Fall die Leute finden, die man dann Spaß haben kann. Nette Erntehelfer. So. Das dazu. Okay. Na, Mist, sind doch schon wieder. Oh, der Himmel verzieht sich. Zieht sich dunkel viel mehr. Ja, mit den Missionen, das finde ich auch ganz nett. Das ist ja bei beiden eigentlich gleich. Nur Mission muss euch klar sein, dass ihr da ziemlich schnell dann die Kohle auch zusammenbekommt. Ne? Das ist dann, ja, ist halt die Frage, wenn man lieber alles selbst so erwirtschaften möchte und nicht so schnell hochkommen möchte, dann sollte man vielleicht doch lieber wechseln. So, was ist mit dem Verkehr jetzt hier? Die sind jetzt in der Tat weitergefahren, okay. Ja, wir gucken uns nochmal zum Abschluss hier die Zombies an. Warte mal, ich nehme nochmal hier die Hilfe raus. Moment. So. Die gerade well gemacht. Gesundheit. Ja. Also guckt mal bei euch nach, ob ihr es auch so habt oder ob mein Spiel kaputt ist. Ich weiß es nicht. Was sagst du dazu? Hello. Genau. Mach's gut, YouTube. Ciao.